Ich muss jetzt echt neidlos zugeben, dass ich ein großer Fan der Gorillapods bin, denn die sind nicht nur seit Casey Neistat richtig gut, sondern die waren wahrscheinlich vorher auch schon sehr gut. Nur mit Casey Neistat sind die wahrscheinlich erst richtig populär geworden. Ich hatte vorher einen anderen Gorillapod, der war aber defekt. Deswegen habe ich jetzt ein Upgrade gemacht auf die, ja, im Prinzip, das ist jetzt so die Premium Deluxe 3000 Variante, also einen teureren gibt es gar nicht. Der kostet im stationären Handel 149 Euro, kriegt man bei Amazon und Co. für, was war das, 129, glaube ich, so ungefähr. Und es gibt eine Hülle und Fülle von diesen Dingern. Ich habe mich da selber gerade erstmal selber einlesen müssen, wie viel tausend verschiedene, also gefühlt tausend verschiedene Varianten es gibt. Das liegt einfach daran, dass es logischerweise unterschiedliche Größen gibt. Ich hatte erst ganz am Anfang so ganz klein. Die sind natürlich auch kameramodellabhängig, aber man muss auch selber wissen, was will man mit diesen ganzen Dingern, also was will man damit machen. Das heißt, einerseits unterscheiden die sich logischerweise in der Länge, dann nochmal halt eben in der Funktion, sprich, was für Aufsätze es noch gibt. Also sprich, hier ist so ein Drehkopf mit dabei und das macht das dann auch immer preistechnisch dann auch immer logischerweise teurer. Die fangen irgendwo bei, ich glaube, 19 Euro an. Das sind dann, Moment, so diese Größe so ungefähr. Ich hatte jetzt so ein Mittelklasse-Modell ohne Kopf, nur mit einer normalen Halterplatte. Der kostete 50, kostet jetzt im normalen Handel 40, so in den Dreh rum. Wie gesagt, und dann gibt es halt eben verschiedene, es gibt noch verschiedene Farben und verschiedene Ausstattungen, so ungefähr. Man muss sich da gar nicht so großartig verrückt machen lassen. Man muss einfach im Prinzip nur die passende Größe für sich selber finden. Das heißt, was will man da selber mit machen? Grundsätzlich ist die Funktion des Gorillapods immer die gleiche. Das heißt, man hat diese Arme, die man in allen möglichen Winkeln und Formen, Varianten verknicken kann. Sprich für Laternen, für irgendwelche Pfosten, wo man es drum machen will. Oder auch jetzt hier im Hintergrund da die Candy Bar, wenn man es da irgendwo an so ein Brett dran machen will. Dafür sind die Dinger halt eben gut gedacht. Oder halt eben ganz oldschool, halt eben als Dreibein-Stativ für den Tisch oder halt eben für auf den Boden stellen, damit man eine besondere Perspektive hat. Was die Preise betrifft, wie gesagt, hier hatte ich das Vorgängermodell. Da war ja das Problem, dass der hier an diesen Hülseneingängen gerissen war in zwei Punkten. Warum, weiß ich selber nicht. Denn ich habe das Ding eigentlich immer pfleglich behandelt, habe das jetzt ein halbes Jahr echt extremst genutzt, habe es aber nicht wirklich um Laternen gewickelt, sondern habe es echt nur in der Form eines Selfie-Sticks benutzt oder habe es halt eben ja, als Dreibein auf dem Tisch oder auf dem Fußboden gehabt. Deswegen hat mich das eigentlich gewundert, dass es gerissen war. Das lag halt eben daran, dass diese Dinger grundsätzlich, das sind so Kugeln. Wie nennt man das? Ja, Kugelgelenke sind schon, klar. Wenn man etwas irgendwas überdehnt, also weil man dann zu sehr um irgendwas rumgewickelt hat, dann können die auch schon mal rausspringen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das ist sogar Sinn und Zweck des Ganzen. Das ist einfach so ein Mechanismus, der das verhindern soll, dass das Ganze, sag ich mal, zerstört wird. Das heißt, es springt raus, drückt man wieder rein und das war's. Worum das allerdings bei mir an den Hülsen gerissen ist, keine Ahnung, es kann machen Materialfehler sein. Ich war da echt super mit zufrieden. Jetzt hatte ich halt, wie gesagt, diesen Fehler, was auch immer es gewesen ist, und habe dann gedacht, beziehungsweise bin bei Saturn gewesen und die haben mir den dann auch rückstandslos ausgetauscht, hatten aber nicht diesen näher. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt machst du ein Upgrade auf die etwas größere Variante. Und dieser ist halt eben jetzt der größte und auch der teuerste. Liegt halt daran, jetzt kommt nämlich der Trick an der ganzen Geschichte, warum der auch so teuer ist. Der hat nämlich keine Plastik. Kugelköpfe mehr, oder ne, Kugelhülsen sind das ja, sondern ist aus Aluminium gefertigt. Das heißt, er ist auch nochmal ein großes Stück schwerer. Allerdings sind die Kugelköpfe wiederum, die sind aus normalem Plastik. Das heißt, da können sie ruhig auch mal wieder kaputt gehen, aber eher selten, denn der Schwachpunkt ist, frage ich, wahrscheinlich eher bei den Hülsen. Hinfallen kann das Ding eigentlich sowieso, weil ja um jede Hülse auch so eine Gummimanschette drum ist. Ist mir trotzdem nicht passiert, aber wie gesagt, keine Ahnung, was es war. Und ich habe die Deluxe-Variante, wie gesagt, es war halt eben nur die da, deswegen habe ich die genommen, weil hier noch dieser Kugelkopf drauf ist, womit man dann auch noch Zooms, super nice Zooms machen kann. Und man hat hier noch oben drauf, jetzt muss ich mal eben drehen, so, nochmal so eine Schnellwechselplatte drauf. Das heißt, ich kann die Kamera permanent an diese Platte, Adapterplatte dran machen und kann dann das Ganze einfach nur so einfach einklinken. Das ist natürlich auch noch schneller und das verteuert zumindest diesen Gorillapod erstmal immens, weil allein dieser Kopf, der ist auch komplett aus Aluminium gefertigt, lässt sich sehr schön justieren und auch einstellen und auch richtig läuft schön flüssig das Ding. Der Kopf, glaube ich, der kostet allein schon, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Deswegen ist dieser natürlich so die Oberklasse von den Dingern. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen?
Wie gesagt, wenn ihr darauf achtet, ihr müsst einfach gucken, erstmal, welche Länge braucht ihr. Das heißt, wollt ihr das Ding wirklich à la Casey Neistat? Ich muss das jetzt mal eben hier so ein bisschen. Ne? Das heißt, wenn man so haben will, das mache ich ja, weil ich ja sowieso Vlogs mache, benutze ich das Ding logischerweise auch immer als Selfie-Stick. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche jetzt einfach mal. Das Ding ist jetzt nicht wirklich viel länger als das alte Ding. Das alte Ding, was ich vorher hatte, war. Ja, so die Größe würde ich sagen. Das heißt, jetzt kommt der Kugelkopf noch oben drauf und ich würde sagen, dass hier so ein bis zwei von diesen Elementen noch mehr sind. Oder die sind ja halt eben einen Tacken größer, diese Elemente. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal die Nummer größer, weil ich das halt eben sowieso als Selfie-Stick benutzen will. Ich es auch vorher als Selfie-Stick benutzt habe. Deswegen habe ich nochmal ja, so einen Hauch besseren Winkel nochmal. Und ich kann es halt eben ganz normal, wie ich es vorher auch schon genutzt habe, eben als Reibbahnstativ für den Tisch benutzen. Dafür soll es ja auch sein. Und halt eben als Gimmick noch mit oben bei, dass ich halt eben diesen Kugelkopf noch mit, den ich nutzen kann. Ihr müsst also praktisch gucken, welche Länge braucht ihr. Das heißt, wollt ihr viele Selfies machen oder wollt ihr einfach nur so ein Tischstativ haben? Es gibt auch so ganz, habe ich das hier? Nee, habe ich nicht hier. Es gibt auch so ganz günstige, billige für einen Zehner so ungefähr. Das heißt, es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Und wenn man so ein Ding wirklich extrem braucht, das heißt wirklich für Vlogs und das täglich macht, dann würde ich definitiv zu dieser Variante raten, denn die, weil die ja komplett aus Aluminium gefertigt ist. Das heißt, dass da irgendwo mal irgendwelche Hülsen einreißen, dürfte so schnell nicht passieren. Wobei es, wie gesagt, bei mir war es jetzt ein halbes Jahr alt und es ist trotzdem anstandslos reklamiert oder umgetauscht worden und ich habe eine Gutschrift erhalten und musste dann ja halt eben jetzt nur die Differenz drauf zahlen. So, damit bin ich im Prinzip eigentlich durch, auch wenn es eigentlich nur, viel zu lange schon wieder, es sollte eigentlich nur so ein Mini-Review werden. Ihr könnt ja mal berichten, ob ihr selber so eine Gorillaport habt oder welchen ihr habt. Ob ihr hier diese Deluxe-Variante habt oder eine günstige oder wie ihr damit zufrieden seid. Ich werde den jetzt mal noch weiter testen in den nächsten Tagen, beziehungsweise werde ich sowieso noch als Hauptdinge nehmen, weil der mir auch jetzt, der liegt auch sehr gut in der Hand. Das ist also wirklich, da hat man schon ja, was Gutes gekauft. So. Was noch wichtig ist, ist halt eben, dass wenn man so eine Riesenkamera hat, passt die logischerweise nicht auf den kleinen Gorillapod. Ich habe jetzt natürlich hier nur die G7X von Canon. Die ist eigentlich überdimensioniert für das Ding, aber ich sage, das Ding funktioniert bei mir ja auch als Selfie-Stick. Von daher passt hier aber auch eine große DSLR drauf. Von daher alles im grünen Bereich bei mir. Ja, das war's schon wieder. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder oder im nächsten Review. Eins von beiden oder in beiden. Wie auch immer ihr sehen wollt. Und ciao.